In diesem Video bespreche ich die Personalformen des Verbs. Durch was werden Personalformen bestimmt? Wie es der Name schon sagt, Personalformen werden durch die Person, die mit dem Verb verbunden wird, bestimmt und dann auch noch hinsichtlich ihrer Anzahl, also dem Numerus, Einzahl oder Mehrzahl. Man unterscheidet drei Personen im Singular. Genauer formuliert die sprechende Person, die angesprochene Person und die besprochene Person. Und das Gleiche haben wir dann auch noch im Plural. Hier ebenfalls drei Personen. Die dritte Person, Einzahl, Singular, wird noch zusätzlich nach ihrem Geschlecht differenziert. Das heißt, maskulin, männlich, wenn es weiblich ist, feminin. Und neutral, wenn es sächlich ist. Schauen wir uns jetzt ein Beispiel an. Und zwar bilden wir eine Personalform in allen Personen. Das Verb können wir uns aussuchen, nehmen wir zum Beispiel lachen. Und wichtig ist, oder Acht geben müsst ihr dabei auf die Endungen. Die Endungen sind wichtig, weil die sind eigentlich bei den allermeisten Bildungen dann gleich. Grundsätzlich wird die Personalform gebildet vom Stamm eines Verbes. Das ist zum Beispiel bei lachen, lach. Und gehen wir gleich konkret zur ersten Person, Einzahl, Singular, also die sprechende Person. Ich lache. Hier ist die Endung ein E. Und die ist dann bei allen Bildungen gleich. Die zweite Person, Einzahl oder Singular, die angesprochene Person, du lachst. Hier ist die Endung ein ST. Dann haben wir die dritte Person, Singular, Feminin, sie lacht. Maskulin, er lacht. Und neutral, es lacht. Bei allen drei Personen ist die Endung jeweils ein hartes T am Ende. Das war die Bildung im Singular. Kommen wir jetzt zur Bildung im Plural. Im Plural haben wir drei Personen, die wir aber nachher nicht nach dem Geschlecht unterscheiden. Erste Person, Plural, wir lachen. Hier ist die Personalform identisch mit dem Infinitiv, also mit der Grundform des Verbs. Und die Endung ist ein EN. Die zweite Person Plural, ihr lacht. Hier ist die Endung ein hartes T. Und die dritte Person Plural wird gleich gebildet wie die erste Person Plural hinsichtlich des Verbs. Sie lachen. Auch hier ist also die Personalform gleich wie das Infinitiv. Wie immer gibt es aber auch ein paar Ausnahmen. Eigentlich zwei davon will ich hier kurz ansprechen. Und zwar der EI-Wechsel im Indikativ Präsens zum Beispiel. Lesen wird in der zweiten Person Einzahl zu du liest. Und genauso eine Änderung haben wir hinsichtlich Selbstlaut und Umlaut. Und zwar auch wieder im Indikativ Präsens. Schlafen wird in der zweiten Person Einzahl zu du schläfst. Also aus dem Selbstlaut A wird ein Umlaut E. Weitere Übungen oder Informationen zu diesem Thema erhaltet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Playlist Deutsch Verben. Viel Spaß beim Einüben und bis bald bei einer anderen Aufgabenstellung.